So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wie ihr seht, ich habe das schon mal angezockt. Jetzt machen wir natürlich neu. So, wir fangen an. So, willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution und dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Also, ich gebe einer berühmten Firma den Namen, falls es einer kennen wird. Techland, die Entwickler von Dying Light. So, wie sehen wir denn aus? Ja, so ungefähr. Naja. So, das können wir schreiben. So, wie man sieht, wir haben hier Forschung, Design, Bugs, Technologie. So, Thema. Oh, wir haben Zombies. Okay. Dann haben wir natürlich Action. Plattform natürlich PC. Und wir fangen mit einem Meilenstein an. Was ziemlich verbuggt ist, aber immer noch gezockt wird. Natürlich die Grafik. Ja, siehst du Bugs. So, jetzt müssen wir mal sehen, ob wir Erfolg haben hier im Spiel. Daisy. Ich werde doch ein bisschen berühmte Namen nehmen. Muss ja anpassen. Man kann ja seine eigene Engine entwickeln. Dafür braucht man ja Forschung. Man kann ja auch pleite gehen. Also stellt euch das nicht so einfach vor, das Spiel. Und dann ist das Spiel beendet. So, Grafik. So, ein bisschen niedriger. Spielwertdesign. Ja, okay. Mal gucken. Aber wie man sieht, in seiner Garage fängt man zuerst an. Wenn man dann 1 Million hat, kann man umziehen in ein neues Büro, aber das würde ich euch nicht empfehlen zum Anfang. Junge, macht da nicht so viel Bugs drin. Ihr seht, alles kann gelevelt werden. So, jetzt erhält man Bewertung. Naja, für den Anfang. Okay, die war nicht ganz so gut. Okay. So, hier kann man einen Spielbericht noch erstellen. So, Analyse. Keine neuen Erkenntnisse. Und hier hat man dann Forschung. Kann man ein neues Thema? Oh, sehr gut. Ah, ja, kann man doch schon mal drei Sachen oder machen.
man kriegt immer noch Geld. Aber keine Fans. So, jetzt kommt das nächste noch. Forschung. Aus dir. So. Und da war die eigene Spiele-Engine. Mit der Spiele-Engine, wenn man genug Geld hat, kann man eigene Grafik machen. Und allem drum und dran. Und dann. Okay. Na komm, jetzt machen wir mal ein neues Spiel. So. Thema Superhelden, Action, PC. Und mal sehen, ob ihr es wisst, was kommt nun. Ganz genau. Da knallt jetzt immer Bugs drin hier. So. Bisschen höher machen alles. So und so. Ich werde jetzt so lange machen, bis ich ein paar Millionen auf dem Konto habe, dann erst umziehen. Weil, hier kostet nur 8000 monatliche Kosten und beim neuen Büro 32.000 und man kann da Angestellte zwar einstellen, aber so, nicht gleich immer. Ah ja. Wie man sieht, ist hier steht nicht da Nintendo, also die Rechte haben sie bestimmt nicht gekriegt, aber ich werde zwar Let's Blain. Achso, ist fertig. Okay. Wir sind nämlich schon im Minus, wie ihr seht. Oh Mist. Das ist niederschmetternd. Keine Fans für uns. Also kriegen wir nur das Geld. Keine neuen Erkenntnisse, willst du mir nicht veräppeln, Junge? Okay, dann sparen wir erstmal für die neue Spiel-Engine. Hab ja jetzt erstmal, das war das Tür. Simulation. Und ich schreibe ihn nur Poki. Weil. In Ordnung. Ganz so hoch. Okay.
Ja. Seht bei der Level Up hier. Die Auftragsarbeit kann man jetzt auch aufnehmen. Um Geld zu verdienen. Ich hatte keine neuen Erkenntnisse. Ah, das wäre ja Auftragsarbeit. Oh, muss das hinkriegen. Ja. Und schon nochmal 13.000. Klappt nicht immer. Forschung. Thema. Ach nee. Forschung. Oh, mal das mal gucken. Komm mal hin, die Modelligen Finger fassen mich auf, man. Thema. Action. PC. Mal gucken. Jetzt machen wir hoch. Ich muss jetzt mal einen Knaller kriegen hier. Und dann muss ich meine eigene Spielchen machen. Komm, dann sind wir pleite. Ah, dritter Levelstieg. Entschuldigung, ich habe heute einen Frosch im Hals. Na komm.
Na toll, jetzt wartet der so lange, bis das Spiel rauskommt. Meine Güte. So, den Bericht warten wir jetzt noch ab und dann $63, 2,8 Tausend. Also ich sage dann hier bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.